Moin Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch Timos Pilze. Wer Timo nicht kennt, das ist ein Charakter von LOL. Dieses Spiel halt, wer es nicht kennt, dem kann ich es jetzt auch nicht so schnell erklären. Da gibt es ja verschiedene Charaktere und jeder hat so seine Fähigkeiten. Und Timo hat eine ziemlich miese Fähigkeit. Und zwar kann er so Giftpilze setzen, die für Gegner unsichtbar sind, und sobald sie reintreten, explodieren die und fügen viel Schaden hinzu. Ja, das habe ich jetzt auch gebaut, dass im Prinzip unsichtbare Pilze gesetzt werden können, und sobald einer reinläuft, gibt es dann halt Schaden. Ich zeige euch das dann mal einmal. Ich habe hier 6 Giftpilze im Inventar, das seht ihr schon. Ich bin jetzt mal Timo. Und ich bin so schnell wie in den Schuhen, das sage ich jetzt am besten jedes Video. Die Schuhe seht ihr übrigens in dem Video über verschiedene Rüstungen, das verlinke ich einmal ganz kurz hier oben. Wenn ich es vergessen habe, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich demonstriere mal, wie das funktioniert. Man wirft den Pilz einfach dahin und direkt verschwindet er. Die sind jetzt nicht ganz unsichtbar, aber die Partikel könnte ich im Prinzip auch weglassen. Die sind total irrelevant. Hier ist auf jeden Fall so ein Gifthaufen, das muss ja nicht ein Pilz sein, das kann so ein Gifthaufen sein. Und sobald ich reingehe, kriege ich Schaden und das Ding explodiert. Ja, und ihr habt auch noch dieses Lava-Plop gehört. Das ist noch das Geräusch dazu. Ich kann das ja nochmal machen. Ja, wer Timo nicht kennt, der kann das Ganze einfach auch als Giftfalle sehen. Giftfalle oder so eine Art Tretmine ist das im Prinzip auch. So. Ich habe einen guten Grund, warum ich die Dinger im Inventar habe. Man kann auch nicht nur einen gleichzeitig werfen, ich kann auch hier noch einen zweiten setzen. Oder hier noch einen dritten. Das ist ganz egal, man kann unendlich viele machen. Und in jeden, wo ich reinrenne, kriege ich Schaden. Ja, das ist das ganze Prinzip. Da kann man natürlich noch viel mehr mitmachen, das müssen ja nicht so Giftpilze sein. Man kann, was weiß ich, Tretminen habe ich gerade schon gesagt, machen, die unsichtbar sind. Man kann damit halt auch, was sie auch so Hells-Bonus machen, diese schwebenden Heilkreuze, die überall sind, kennt ihr bestimmt auch, gibt es ja in LOL auch, wenn man Aram spielt, da kann man vieles mitmachen. Im Prinzip kann man sich damit jeden Effekt geben. Ich kann jetzt auch natürlich zeigen, wie es funktioniert, allerdings erst nach dem epischen, unverwechselbaren, individuellen Cut von mir. Hey, das ist schon wieder Lava. Ja, und da sind wir auch schon wieder, diesmal bei Timos Giftpilzen. Ja, hier sind die drin. Ich habe schon welche genommen. Und darunter ist wie immer das Redstone dazu. Und dann erkläre ich mal, wie es funktioniert. Das ist schon alles dazu. Sind 3 Clocks. Alle ultraschnell. Die erste Clock setzt einfach nur Partikel. Er execute zu allen Entities, zu allen Schweinen namens Pilz. Dazu komme ich sofort. Und macht da einfach Particle Icon Quake, das ist der Partikel, den ich schon mal vorgestellt habe. Da kann man ja auch fallendes Laub unter anderem mitmachen. Da will er sich jetzt nicht mehr bewegen. Ja, das ist 351.10, das ist hellgrüne Farbe. Und die wird 100 Blöcke unter dem Schwein gemacht. Und zwar in gewissen Bereich und Geschwindigkeiten und Anzahl, das ist ja jetzt erstmal egal. Auf jeden Fall überall, wo ein Schwein 100 Blöcke drüber ist, gibt es diese Partikel. Ihr könnt euch schon denken, in 100 Blöcken Höhe ist jetzt ein Schwein. Das zeige ich sofort. Die zweite Glock, die ist dafür zuständig, dass der Pilz umgewandelt wird, wenn ich den wegwerfe. So, dieses hier test erstmal für ein Item, welches ein Pilz ist. ID Red Mushroom. Und zwar, welches den Tag hat, dass es Giftpilz heißt. So, wenn einer da ist, gibt es noch eine kurze Verzögerung, dass der nicht schon in der Luft umgewandelt wird. Und ich werfe das mal. Habt ihr es gesehen? Sobald er dann liegt, gibt es dann halt das Signal. Und in diesen 4 Blöcken wird dann Folgendes gemacht. Einmal wird über dem Item, das wird dann auch bei mir executed, dass nicht irgendwo anders noch Items rumliegen, wird erstmal in 99 Blöcken Höhe eine Barriere gemacht. 100 Blöcke darüber wird ein Schwein gesummert, welches dann den Namen Pilz hat. So. Dann wird direkt der Pilz gekillt, das ist das hier, und unter dem Schwein Typ gleich Pick, Name gleich Pilz, wird 100 Blöcke weiter runter R2 gesetzt. So, und die R2 ist nämlich jetzt der Trick. Es gibt ja verschiedene Holzarten,
Warte, ich kann jetzt zum Beispiel machen. Set Block. Lock. So. Das ist einfach nur Lock. Jetzt kann ich da allerdings auch zum Beispiel eine 12 hin machen. Und das ist auch Lock. Nur es hat eine andere ID. Und das geht mit Luft auch. Nur da sehen die halt alle gleich aus und man kann auch durchgehen. Allerdings kann man testen, ob man jetzt in der einen Luft ist oder in der anderen. Andere haben da ja auch schon Videos mitgemacht, da kann man ja ganz schön viele lustige Sachen mitmachen. Auf jeden Fall kann ich 15 verschiedene Luftarten verteilen. So, und wenn ich jetzt in dieser besonderen Luft bin, also Luft 2, dieser Executor zu mir, testet einfach, ob ich in Luft bin. Und dann gibt's, wenn ich das bin, gibt es ein Signal. Und der killt 100 Blöcke über mir erstmal das Schwein. Danach füllt er 100 Blöcke über mir. Okay, Quatsch, ne, erstmal setzt er die Luft 2 wieder zu Luft 0. So, das war hier, was ich sagen wollte. Und 100 Blöcke über mir wird dann die Barriere wieder durch Luft ersetzt. Und kurz danach, das ist jetzt wieder nur Ambiente, gibt es Placer und Liquid Lava Pop. Das ist dieses Blub, was immer bei der Lava kommt. Dann, also das kommt sofort. Dann gibt es halt noch Partikel. Wenn ich in diesen Pilz reingehe, achtet drauf, dann explodiert er halt so ein bisschen, das sind diese Partikel. Und ich bekomme für 2 Sekunden den Effekt 7, das ist sofortiger Schaden, ich muss ja auch noch den Schaden irgendwie kriegen. Ja, jetzt habt ihr das Block von der Lava auch nochmal gehört. Das ist der ganze Zauber. Jetzt zeige ich nochmal, wie es funktioniert. Ich mache mal 3, 4 Pilze hier. So, jetzt fliege ich von hier hoch, um euch zu zeigen, dass die Schweine da sind. Wie es funktioniert, die muss man nicht mal unsichtbar machen. Da sind sie schon. Von da unten sieht man die eh nicht. Die werden auf so eine hohe Distanz nicht gerendert. Und zack. Und die Schweine heißen alle Pilz. Und die kommen auch nicht auf die Idee, hier runterzulaufen, weil die KI ist schon so hoch, dass sie das nicht tun und da runterrennen. So, ich könnte jetzt im Prinzip den Pilz komplett entschärfen, indem ich das so mache. Das Schwein stirbt unten. Ende ist. Problem ist, die Luft 2 ist da dann noch. Wo war das? Da war's. Habt ihr das gesehen? Ja, gut. Alles weg. Ja, ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Was war das jetzt wieder? Ich hab's glaube ich mal hingesetzt. Ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Die Partikel kann man natürlich weglassen. Dann ist das komplett unsichtbar. Damit kann man natürlich ziemlich lustige Sachen machen, irgendwie Tretminen oder so. Man kann natürlich auch testen, ob irgendein Entity da drauf ist, zum Beispiel ein Zombie, dann können die da auch eintreten. Naja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Ich würde mich wieder, wie immer, über neue Vorschläge freuen. Ihr schreibt ja schon ziemlich coole Sachen wieder mal in die Kommentare. Zwar auch Sachen, die ziemlich schwer und kaum umsetzbar sind, aber ich baue ganz gerne mal wieder sowas Neues, Lustiges. Ich habe auch schon mal was gebaut, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, dass ich das schaffe, zum Beispiel die Portal Gun. Aber, naja, Herausforderungen, ne? Also schreibt in die Kommentare, was euer Herz begehrt. Ich versuche es umzusetzen. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.